So, ich habe die Gurke gewaschen. Das sind 3 Kilogramm Gurke. Ich habe da jetzt 1,5 Liter Wasser dabei gemacht. Dazu habe ich noch 150 Gramm Salz. Die lasse ich jetzt erstmal 12 Stunden stehen. Die Gurken waren ja jetzt 12 Stunden in Salzwasser eingelegt. So, dazu kommen noch 2 Liter Wasser. Dazu mache ich jetzt noch ungefähr 400 Gramm weißer Zucker. Und dann mache ich jetzt noch rein 2 große Esslöffel Salz. So, ich schneide jetzt noch schnell ein paar Zwiebeln. Die kommen jetzt noch da rein. Da kommt jetzt noch das Gurkengewürz rein. Das Ganze wird jetzt aufgekocht. Ich werde jetzt meine Gläser noch ein bisschen vorbereiten. Mario's Channel. Nun gut aufgekocht alles. Gut verrühre. Gut verschließe. Alles mit Wasser bedeckt. Das heizt sich jetzt hoch. 90 Grad. Da lasse ich das köcheln, drehe es dann meistens runter auf Stufe 1. Das gibt dann immer so um die 90 Grad. Müsst ihr ein bisschen kontrollieren. Ich messe die Zeit erst dann ab, wenn es 90 Grad hat. Und wie gesagt, eine halbe Stunde, das reicht. Dürften die Gläser zu sein. Ich lasse es dann einfach stehen zum Abkühlen. So Leute, meine Gurken sind nun fertig. Lasse ich jetzt einfach nur abkühlen. Die sind jetzt haltbar. Ich bin gerade am lecker Gurken essen. Ist so lecker geworden. Mmh. Echt sau lecker. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht. Sagt dann mal wieder ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss.